Putins Angriffe auf die Ukraine halten weiter an. Der Krieg mitten in Europa besorgt und bestürzt auch die Royals. Seit Tagen halten die Menschen weltweit zusammen, um den Kriegsopfern zu helfen. Durch Demonstrationen und vor allem auch durch Sach- und Geldspenden. Auch Königin Elisabeth II. Solidarisiert sich mit den Ukrainern und versucht zu helfen. Die Monarchin hat mit einer beträchtlichen Spende ihre Unterstützung für die Menschen in der Kriegsregion gezeigt. Am Donnerstag wurde bekannt, dass die Queen, die kürzlich nach ihrer Corona-Erkrankung zum ersten Mal wieder auftrat, für einen wichtigen humanitären Zweck gespendet hatte. Der Akt des guten Willens von Königin Elisabeth II. Wurde vom Disasters Emergency Committee, einer großen humanitären Organisation mit Sitz in London, in den sozialen Medien verkündet. In einem Tweet applaudierten sie dem Royal, dass er weiterhin das Disasters Emergency Committee unterstützt und eine großzügige Spende an den DEC Ukraine Humanitarian Appeal geleistet hat. Obwohl der genaue Betrag, den Königin Elisabeth an die Organisation gespendet hat, nicht bekannt gegeben wurde, ist ihr privater Beitrag zu den ukrainischen Hilfsmaßnahmen nicht weniger bedeutend. Und wie ein Insider im Buckingham-Palast gegenüber Entertainment Tonight sagte, ist es auch eine Überraschung für Experten. Das liegt daran, dass die Handlungen der Königin, wie die Quelle erwähnte, ungewöhnlich für die Royal Family sind, da sie sich normalerweise aus der Politik heraushalten und keine finanzielle Unterstützung leisten. Viele Mitglieder der britischen Königsfamilie haben in den vergangenen Tagen ihren Beistand für die Menschen in der Ukraine bekundet. Auch Prinz Harry und Herzogin Meghan teilten ihre Meinung zur aktuellen Situation zwischen der Ukraine und Russland, ebenso wie Prinz William und Herzogin Kate. Prinz Harry und Meghan, der Herzog und die Herzogin von Sussex und wir alle bei Archwell stehen an der Seite des ukrainischen Volkes und sprechen uns gegen diesen Verstoß gegen internationales und humanitäres Recht aus. Wir ermutigen die Weltgemeinschaft und ihre Anführer, dasselbe zu tun, heißt es zum Beispiel auf der Website von Harrys und Meghans Wohltätigkeitsorganisation Archwell. Die vier solidarisierten sich voll und ganz mit der Ukraine und auch sie werden mit Sicherheit gespendet haben, ebenso wie Prinz Charles und seine Frau, Herzogin Camilla, die sich tief traurig über die Ereignisse in der Ukraine zeigten. Laut Daily Mail folgte im Anschluss an einen Besuch der beiden bei einer ukrainischen Kirche eine großzügige Spende, die den Kriegsopfern zugutekommen soll.